Bei Blumenzwiebeln ist ein ganz wesentliches Qualitätskriterium die Größe der Zwiebel. Je größer die Zwiebel, desto kräftiger die Zwiebel, desto größer die Blüte, desto stärker die Pflanze. Insgesamt hat man mit größeren Zwiebeln wesentlich bessere Erfolge als mit kleinen Zwiebeln. Ich zeige hier klassische kleine Zwiebeln, wie es sie zu kaufen gibt, und hier die großen XXL-Qualitäten, die dann, wie man sich leicht vorstellen kann, auch entsprechend größere Blüten und Pflanzen ergeben. Beim Pflanzen der Blumenzwiebel ist es also sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass man sie in der richtigen Tiefe legt. Das ist also bei diesen Zwiebeln ungefähr die doppelte Zwiebelgröße, die man sie einlegen sollte. Wichtig ist auch darauf zu achten, dass sie richtig drinnen liegen. Das heißt, der spitze Teil oben, wo die Pflanze austreibt, und der Teil, wo sie Wurzeln bildet, unten, muss unten drinnen sein. Man kann sie jetzt grundsätzlich in kleine Gefäße legen, die den Vorteil haben, dass sie die Pflanzen gegen Wühlmäuse ein bisschen sichern, weil die von unten nicht zu den Zwiebeln können, und Wühlmäuse sind doch der größte Feind der Blumenzwiebeln. Wir legen das mal hier, dass man das sieht. Ich fülle unten Erde ein und jetzt verteile ich hier diese Blumenzwiebel in diesem Gefäß. Und das wird jetzt überdeckt mit Erde. Und diese Schale kann ich jetzt, so wie sie ist, im Garten versenken in der Erde. Dann sieht das aus, als würden sie frei wachsen. Nachdem die Pflanzen verblüht sind, kann ich die ganze Schale herausnehmen, rausstellen und kann die Fläche in meinem Garten für neue Sommerblumen oder andere Pflanzungen nutzen. Blumenzwiebel kann man auch sehr gut direkt in die Gartenerde legen. Einerseits in Blumenbeete, wo man die Sommerblumen schon abgeräumt hat, oder auch in Rasenflächen ist es prinzipiell möglich, Blumenzwiebel zu legen. Da gibt es einen sehr, sehr guten Blumenzwiebelausstecher. Mit dem steche ich ein Loch, nehme die Erde heraus. Und hier habe ich automatisch die richtige Pflanztiefe auch, lege meine Zwiebel hinein und fülle die Erde oben drüber wieder ein und drücke das Ganze ganz leicht an. Und dann muss ich eigentlich nichts mehr machen, außer auf den Frühling zu warten und die Blütenpracht zu genießen.